Ja, also ich habe gerade gesehen, der Toni 2000, der ist online. Ich grüße dich jetzt mal. Ich hoffe, du wirst das Video sehen. Das werde ich knallhart rausschneiden. Oh, bist du böse. Oh, du bist aber echt böse. Wir sind doch keine Grußsendung. Ich grüße Arnulf, ich grüße Georg, den Gummibaum. Peter, Gustav. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von RoboCraft und gleichzeitig meiner ersten Folge vom Zuschauer des Monats, einem kleinen neuen Projekt, das ich hier bei mir auf dem Kanal mal ausprobieren möchte. Das heißt, ich suche mir einmal pro Monat einen Zuschauer aus und das mache ich über die YouTube-Funktion, die sich Fans nennt, und da wird so ein bisschen aufgelistet, welche Leute sich am meisten auf dem Kanal bemerkbar machen, das heißt, die Videos liken, die kommentieren, etc., etc. Und ich habe mir dafür heute den Nico rausgesucht. Hallöchen. Hallo. Hallo, hallo. Und du hast dir ausgesucht, dass wir zusammen RoboCraft spielen? Genau. Weil da sind wir voll die Profis drin. Haha. Ganz genau. Ich habe jetzt so viel an meiner Fat Kitty gar nicht so verändert. Wir haben vorne, ich erkläre das kurz mal, zwei neue Reifen dran. Das sind die besten Reifen, die es aktuell gibt. Und die möchte ich jetzt gerne mal in-game ausprobieren. Und dafür drücken wir einfach mal auf OP. Und dann können wir auch schon die erste Runde zusammen spielen. Ganz genau. Das ging relativ fix. Ja. Finde ich super. Jetzt sehen wir das da auch. Wir sind natürlich im gleichen, wie heißt das, Plateau? Cartoon. Deswegen steht bei uns vor dem Namen jetzt jeweils eine 1. Nico spielt mit Gustav das Bett, das finde ich großartig. Bester Name ever. Ja, man muss ja irgendwie Aufmerksamkeit bekommen. Natürlich, ne? Ich bin mir sicher, die ganzen Polen und Japaner, mit denen wir gerade spielen, die freuen sich darüber, dass dein Roboter Gustav das Bett heißt. Ja, glaube ich auch. Ich so, komme mal zu dir. Genau, wir haben uns eine Taktik ausgedacht, denn jetzt, wenn wir schon zusammen spielen, dann können wir auch zusammen auf die Kacke hauen. Noroma tot ist bei uns im Team. Bam, bam. Wir haben uns dafür entschlossen, dass wir ganz mutig hinten rumfahren. Ganz genau. Das ist bei mir immer so eine Gefühlssache. Ich kann nicht behaupten, dass ich die Maps hier irgendwie auswendig kenne, sondern ich fahre einfach immer so weit rechts wie möglich. Wo ist Gustav? Da hinten, okay, okay. Ja, ich, ja. Du hängst schon wieder. Ganz genau. Mein Radar zeigt noch nichts an, das heißt, vor uns ist noch keiner. Die sind alle in der Mitte, so wie sich das anhört. Was hast denn du für Räder dran? Ja, ich habe vorne auch die besten, also die letzten. Und hinten habe ich noch die ersten. Das ist ein prima Kombo. Das klingt großartig. Guck mal, vor uns direkt einer. Ja. Geht kaputt. Bam. Ach, von oben. Irgendwo da oben ist einer, ja, der oben. Der fliegt aber zu hoch, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich dagegen machen soll. Kann ich nix. Deswegen flüchte ich mal auf die Capture Plate. Ich folge dir unauffällig. Unauffällig, hoffe ich doch mal. Dein riesengroßer Roboter. Deswegen habe ich es ja wiederholt. Ja, lass Gustav in Ruhe. Ich habe nichts gegen Gustav. Nein. Ich finde den nur ziemlich flach. Du hast rote Blöcke dran, sehe ich das richtig? Ja, ich habe auch vorne drei schwarze, wenn du genau guckst. Wenn ich genau gucke, da hinten. Das hat, oh, die hauen bestimmt raus, oder? Ja, das. Ja, das ist schweineteuer, das Zeug geworden. Mhm. Haben wir eine Chance? Wie sieht's aus? Jawohl. Ja. Irgendjemand hat da hinten aufgeräumt. Ist immer gut, wenn man hinten aufräumt. Großartig. Erste Runde. Sofort gewonnen. Ich hoffe, das sind 7000 Punkte, die wir jetzt kriegen pro Person. Ja, das wäre schön. Oh, das wäre echt schön, ja. Könnte man sich einen schwarzen Block leisten. Bin ich ja mal gespannt. Haben wir einen Kill gekriegt? Nee. Mhm. Nicht mal 1000. Wie sieht's bei dir aus? Ich hab 1200 bekommen. Echt jetzt? Wahrscheinlich mehr Battle Points gekriegt.
Los! Weißt du was? Wir fahren jetzt mitten rein und machen richtig Bum-Bum, weil das waren mir gerade zu wenig Punkte. Ja, Bum-Bum in welchem Sinn? Kaputt gehen oder? Kaputt machen. Kaputt machen. Ja. Ja, wenn man. Wenn man ganz geschmeidig an dieser Barrikade vorbeifährt und zusammen auf den Gegner geht, hat man ja eventuell sogar auch eine Chance, das zu überleben. Ja, Mann. Es läuft großartig, ich sehe schon. Lass dich nicht von mir aufhalten. Der hat ein R. Hier ist Adach da hinten. Ich wollte gerade schreien, da ist keiner, aber da hinten. Da sind welche. Ich fahre den jetzt einfach mal unauffällig hinterher. Ja, ich schieße auch ins Popoloch. Genau da werde ich jetzt hinzielen. Guck mal, der merkt das gar nicht. Der ist aber schnell. Ja, oder du bist langsam. Ich habe die besten Reifen überhaupt. Schneller kann ich nicht fahren. Doch, wenn du hinten Thruster drauf hast, dann geht das. Scheißdreck. Kann der mal stehen bleiben hier? Das ist aber nicht zu fassen. Deine 70.000 Milliarden Waffen da oben drauf. Ja, muss mein Chat schreiben. Can you stop, please? Ja, geh mal weg hier, ne? Ich bin ja schon mal froh, dass er nicht mehr auf mich zielt. Ach, Tüsker, da bist du ja. Ja. Ich habe mich ganz dezent vorgedrängelt, allerdings lief das nicht so besonders gut. Ich habe einen Reifen verloren. Oh. Und fahr jetzt noch besser als... Ach, guck mal, da unten fährt einer. Links. Da unten. Ja. Ich folge. Ich habe mich jetzt hier mal hingelegt. Und hovere in deine Richtung. Das ist interessant. Ich fahre eigentlich in die andere Richtung. Ich liege trotzdem rückwärts auf dem Kopf. Das war echt eigenartig. Was machen wir denn diese Runde? Ja, wollen wir wieder rein. Durch die Mitte. Durch die Mitte. Das hat sich total gelohnt. Wir hatten, glaube ich, gerade 500 Punkte weniger als in der Runde vorher. Ja. Ja, so besonders gut angestellt habe ich mich nicht. Kann ich mir nicht vorwerfen, aber mal gucken. Hast du schon irgendwas mit diesen Barrikaden hier mal ausprobiert? Die sind da jetzt relativ neu. Hast du die irgendwie als hilfreich empfunden? Ich habe die bisher nur als störend empfunden, weil ich da mal gegenfahre. Ja, ich fahre auch immer gegen. Also optisch sind sie ja schön. Nur mir persönlich helfen sie nicht viel. Nee, ne? Dafür bist du, glaube ich, auch viel zu breit. Mhm. Nein, also ich sollte vielleicht sagen, dein Roboter ist dafür viel zu breit. Ich fahre immer ins Wespennest. Ja, komm, Tüsker, ich helfe dir. Viel Erfolg, da sind sie nämlich alle. Ja, und mich lässt jetzt allein, oder was? Ich stehe neben dir, keine Sorge. Ich habe auch gerade Level 42 erreicht. Boah, super. Und ich habe keine Waffen mehr, ich flüchte. Okay. Ich habe keine Waffen mehr, ich kann nichts mehr machen. Den kill will ich an. Ja, nein. Ich verstecke mich hinter der Barrikade. Da findet mich keiner. Ja, ich verstecke mich jetzt mal in der Garage. Okay. Bis gleich. Ja, du, die haben mich gefunden. Das ging echt schnell. Dachdecke. Lass mich in Ruhe. Das ist ein Hammer, wie schnell ich mich umdrehe, ne? Mit den Reifen jetzt noch schlimmer als vorher. Wieder 400 Points. Naja, wenn ich weiter so mache, muss ich nur 900 Spiele spielen, um mir irgendwann mal einen Block leisten zu können. Taktik? Ich würde mal versuchen, nochmal jetzt hinten rumzuschleichen. Das mit dem mittendrauf funktioniert irgendwie nicht. Dafür ist mein Roboter, glaube ich, einfach noch zu klein. Ich weiß nicht, die meisten anderen bauen eher so in die Breite und sind relativ flach, so wie deiner ähnlich. Ich habe das halt alles so ein bisschen zusammengequetscht und so ein kleines Rechteck. Upsa. So eine kleine Katze. Hä? Wo fährst denn du her? Wo ich herfahre? Ich fahre immer rechts hinten. Ja, rum. Ja. Ich bin hier mitten bei den anderen mit drin. Ach so. Ja, dann fahre ich komplett außen rum. Ja. Es hat nicht ganz so funktioniert. Die letzten beiden Runden waren jetzt ein bisschen ernüchternd. Relativ schnell gestorben. Ich habe das Gefühl, das geht generell auch schneller.
Ja, das liegt mit Sicherheit daran, weil die jetzt nochmal an der Armor ein bisschen was geschraubt haben. Ja. Ich bin hier oben, ganz rechts oben auf diesem kleinen Ausguck. Keine Ahnung, wo du bist. Ich fahre jetzt einfach mal in Richtung Plattform. Oh Gott, da kommt jemand. Ne. Linux-Gun. Linux-Gun, hallo. Echt mal Linux-Gun. Geh mal weg. Mach mich nicht kaputt, ich bin professioneller Spieler. Professioneller Angsthase. STS. Ach komm, Subway Alter. To Sally. Ich bin mir sicher, dass es das bedeutet. So, da ist irgendwo einer. Mann, der ist ja vielleicht freundlich. Das wir haben einen Camper. Da ist ein Camper auf der Plattform. Ja, ich kann den nicht treffen, weil der sich immer so dahin stellt, dass meine Waffen nicht reinkommen. So, Alter, jetzt. Aber guck dir mal das Teamwork an, du. Ach, das bist du gar nicht. Trotzdem Teamwork gerade gewesen hier. Ich bin immer noch mit Linux am Streiten. Alter, wie viele Waffen hast du? Musst du mal aufhören, mich kaputt zu schießen, Saftsack? Ja. Professioneller Saftsack hier. Och, Alter, jetzt schubst du mich auch noch die Treppe runter, die Brücke runter. Toll, jetzt. Ah, gut. So. Scheiße, da oben ist noch einer. Hör mal auf. Ja, ich probiere jetzt mit meinem halben Bett zu dir zu kommen, ne? Ja, mach's. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ich sehe meinen Roboter nicht mehr. Oh. Oh. Ich weiß auch warum. Ja, du wurdest von DVA destroyed. DVA, ne? Wir spielen wirklich ziemlich kurze Runden heute irgendwie. Ja, wir sind halt zu gut für die langen. Wir sind zu gut. Guck mal, Richard Kara ist jetzt im gegnerischen Team. Ey, da ist David Farmer. Wo? Da? Ja, bei uns. Royal Roboguard. Konnte ich gerade gar nicht so schnell lesen. Wo ist er denn? Da ist er. Da ist er. Ich versuche mal hier rüber zu manövrieren. Also sowohl hinten rum als auch mitten rein hat nicht funktioniert. Da bleibt nicht mehr so viel über, oder? Vielleicht mal links? Ja, das können wir auch mal probieren. Hier hinten? Hinter der Barrikade rum? Wir sind ja eigentlich schon mittendrin auf dem Spielfeld. Ich weiß auch nicht, warum ich in letzter Zeit immer mitten durchfahren will. Das sind die Barrikaden, die leiten mich irgendwie so. Die sagen, hier musst du durch. Ziehe 5000 Robo-Points. Und fahre durch die Barrikaden. So nach dem Motto. Alle jetzt, um das Spiel spielen zu können. Ja. Um ins Battle zu kommen, ne? Deswegen haben die das gemacht. Die versuchen dich zu tricksen. Die sagen dir zwar immer, ja, die helfen dir, da kannst du dich hinter verstecken. Scheißdreck. Es ist, um dich wirklich ins Spielfeld mittendrin reinzulocken. Hier oben ist keine Sau. Doch, wir drei. Und... Ich bezeichne mich jetzt nicht als Sau. Ich weiß nicht, wer hinter mir fährt. Warte mal. War Chitakov? Oder so. Oh, hier steht er. Alter, hier stehen sie alle. Die haben. Alter, die scheiß Camper, ne? Campen die? Oh. Bam, 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 bam. Ich treffe den überhaupt nicht, habe ich das Gefühl. Ich komme irgendwie noch nicht so 100% mit der neuen Hände. Aua. Und ich habe keine Waffe. Zwei Kills. Boah, Alter, ich habe gar keinen Kill und ich habe auch nur noch eine Waffe da vorne dran. Iska, du hast dich aber schön komprimiert. Ja. Ich wollte eine kleinere Angriffsfläche bieten, habe ich gedacht. Guck mal, jetzt mache ich es ja ganz professionell. Yay, Capturing Points. Die habe ich mir aber auch schwer verdient, du. Soll ich jetzt also fies einfach nicht runterschieben? Wehe. Kann mich nicht wehren. Oh, geht gar nicht. Was soll denn das heißen? Zu schwer oder was? Alter! Von beiden Seiten, ne? Ja, das war vorher abgesprochen. Ich hatte einen Breakdance. Oh, da kommt noch einer. Ne? Ja. Aufgepasst. Ich das feiern würde, wenn ich jetzt noch einen Kill krieg. Aber irgendwie... Oh. Hm. Ah, so, jetzt aber. Bam, bam, bam. Rechts, links. Was sagst du? Links.
links. Gut. Ich fahre mal jetzt dir hinterher. Das hat nie irgendwas gebracht, mir hinterher zu fahren. Ja. Wie du siehst, meine Reifen, die sind so super, dass sie immer zur Seite driften. Die hinteren sind ja echt der Hammer. Ja, das sind die Ober 9. Die wurden noch gar nicht veröffentlicht und so. Ach, die sind das. Ja, ja. Wir haben ja hier Early Access zu den neuesten Dingen. Es gibt ja jetzt diese kosmetischen Blöcke. Mhm. Was ich eigentlich eine ziemlich coole Idee finde, was ich aber irgendwie auch dramatisch finde, weil bisher gibt es nur Flaggen, die man sich auf den Roboter kleben kann, und es gibt keine schwedische Flagge. So, oh. Tysker disapproves, das gibt's nicht. Keine schwedische Flagge. Dafür hier Kasachstan! Weiß ja kein Mensch, was das ist. Dafür gibt's eine Flagge in RoboCraft. Hm. Bist du auch so geschockt wie ich? Ja, total. Haben sie ja gut gemacht. So, hier hinten ist keiner. Radar schlägt auch nicht aus, das ist ein gutes Zeichen. Ich eier hier fährst auch aber was auch zurecht. Ziemlich ja, ne? Das ist auch gerade gesehen, oder? Ja, deswegen habe ich gerade die Lampen abgemacht, damit man da nicht so sieht von hinten. Zu sehr vor. Ich habe die mit Absicht dran gemacht, weil die machen einen schönen Disco-Effekt. Auf jeden Fall bei mir, wenn ich da fahre. Ja, immer noch. Mhm. So, ich bin auch großartig. Mal da. Herzlich willkommen. Wir sind wirklich die Tapfersten der Tapfersten. Genauso wie Scavenger. Kannst du mal aufhören? Mit deinen 70.000 Thrustern? Oh, mach mich nicht kaputt. Nein. Den machen wir jetzt kaputt. Bam, Scavenger hat ihn kaputt gemacht. Da kommt ja noch einer. Yep, der versteckt sich. Oh mein Gott, der versteckt sich erstmal. Kann er ja machen, der kann da von mir aus den ganzen Tag stehen. Und jetzt geht er. Tschüss. Tschüss. Wir werden hier sowieso keinen Kill abkriegen. Guck dir mal das Ding an, was hier neben uns fliegt, ey. Das nenne ich mal Thruster Armor, aber richtig. Der ist voll mit dem Zeug. Und die kriegst du ja dann auch am Ende so schwer abgeschossen, wenn die dann wegfliegen. Ja, die machen einen ganz großen Fehler hier. Die versuchen einfach zu kommen. Kill. Ich hab einen Kill! Natürlich! Ja. Guck mal, da kommt der nächste! Oh, so. Da kommen die Nächsten. Oh, der dreht sich aber ordentlich, ey. Ja, ich habe auch noch einen Kill bekommen. Hey, nice. Verdient. Wir haben richtig gut gekämpft. Und jetzt kriegen wir auch vernünftig Punkte. 1500. Awesome. 2000. Das hat sich nochmal gelohnt. 2000? Ja, und großartig. Ein. Und ein. 2001. Ja, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Runden gespielt, es waren einige, waren ein paar kurze mit dabei gewesen. Ja, wir sind halt für die. Bitte? Ja, wir sind halt zu gut für die längeren Runden. Wir sind die Oberpros. Mein Name wird im Chat schon gespammt, das heißt, wir müssen an der Stelle aufhören. Die Leute haben mitbekommen, dass ich da bin. Wir müssen gehen. Nee, das war auf jeden Fall mal eine ganz lustige Aktion gewesen. Und demnächst dann hoffentlich wieder mehr von RoboCraft. Und ja, vielen Dank fürs Mitspielen. Ich hoffe, es war relativ lustig. Ja, es war auf jeden Fall lustig. Also hat schon Spaß gemacht. Ja, wir haben ja gerockt. Nicht. Ganz naja. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.